Hallo zu. Entschuldigung. Also, Entschuldigung, aber wenn ihr den Screenshot seht und wisst, was ich meine, werdet ihr auch lachen. Ihr wisst das vielleicht noch, ich habe gestern, besser gesagt heute Morgen, je nachdem, was Video hochgeladen wird, ein Video hochgeladen, das ich mit, ja, wie sind wir gleich, Snickers Gamer G befasst hat. Ich war in dem Video, glaube ich, teilweise ein bisschen unfreundlich. Also für ihn habe ich geklungen wie Hitler. So geht aus seinem Video hervor. Da ich sowieso so schon mal präventiv blockiert wurde und das Video sowieso das Geilste, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Ihr merkt das, ich habe so einen Lachflash gehabt vorhin. Ich will das Ganze mal jetzt ein bisschen beleuchten. Es ist nicht ganz ernsthaft, aber hey. Wer mir so dermaßen ans Bein pisst, der braucht sich nicht wundern, wenn das Bein mal vorschnellt und dann in die Eier geflogen kommt. Also. Lieber Snickers, du hast es fertiggebracht, eine Videoreihe zu machen, in der du deine Meinung irgendwie grundlegend dargelegt hast. Das kann man verstehen. Das mache ich hier ja auch. Ich habe dir nicht laut deinem Video, auf das ich jetzt hier reagiere und über das ich mich nachher noch lustig machen werde, hätte ich dich beleidigt, mich über dein Meinungsrecht hinweggesetzt und hätte im Grunde gesagt, du hast kein Recht, deine Meinung kundzutun, darum, weil ich halt so total Kumpel mit Thomas bin und fertig. Dazu eben ein paar kleine Kerndaten. Ich habe mit Thomas insgesamt etwa 5 Minuten an Gesprächen geführt, und zwar nur über Texte. Das ging entweder über Kommentare, wo wir uns gegenseitig mit der Argumentkeule verdroschen haben, und das ging über eine Privatnachricht von ihm, wo es halt darum ging, dass er gesagt hat, was er nun genau meint mit er ist gegen Homosexualität. Wie du vielleicht gemerkt hast, habe ich Videos über ihn gemacht. Das erste Video war über sein XY-Sexualität, wo ich eine andere Meinung hatte als er. Und das zweite Video war über dich. Das dritte Video. Nee, das dritte, zweite Video war meine Frage, was er nun genau meint damit. Und die dritte Frage und das dritte Video war über dich. Dieses Video ist für dich ganz alleine, weil Thomas aussteigt. Ich kann verstehen, warum. Er hat es mir erklärt. Mir ist es egal. Es ist seine Entscheidung. Zurück zu deinem Video. Du hast mir vorgeworfen, ich würde deine Meinungsfreiheit nicht respektieren. Was habe ich Schreckliches gemacht? Ich habe deine öffentlich dargestellte Meinung auf YouTube, einer öffentlichen Videoplattform, öffentlich kommentiert. Das macht man so. Das nennt sich Meinungsfreiheit. Ich nenne meine Meinung, du nennst deine Meinung. Wenn ich ein Video mache, kannst du kommentieren, was du bei mir getan hast. Wenn du ein Video machst, werde ich es kommentieren, was ich ebenfalls getan habe. Und wenn man da unterschiedlicher Meinung ist, dann ist das alles kein Problem. Das kann man alles ausdiskutieren, das funktioniert so. Was ich absolut nicht verstehe, ist, wie du dich hinstellen kannst und rumheulst, dass alle deine Meinungsfreiheit untergraben und alle total böse sind und buhu und da. Aber gleichzeitig stellst du dich hin, stellst mich da, als wäre ich Hitlers uneheliches, ja, uneheliches Inzestkind und tust genau das, was du mir vorwirfst. Du blockierst Leute, die eine andere Meinung haben als du, und du sperrst die Kommentare. Ich war nicht mehr in der Lage, bei dir zu kommentieren. Ich war nicht in der Lage, mein Video als Videoantwort zu posten. Du hast bei mir kommentiert, natürlich. Auf meine Antwort auf deinen Kommentar hast du nicht reagiert. Also frage ich dich, wenn, und ich meine es jetzt ernsthaft, ich möchte jetzt nicht böse sein, ich frage dich ernsthaft, wenn du dich hinstellst
und sagst, dass dass du, der eine andere Meinung hat als zum Beispiel Thomas, ja total gehatet und disliked, wie du es nennt wirst, und darum hast du auf einmal das Recht, dasselbe zu machen? Nein, meine Frage an dich jetzt, kompakt zusammengefasst. Was gibt dir das Recht, rumzuheulen, dass wir dir angeblich deine Redefreiheit nehmen und deine Meinungsfreiheit nehmen, aber gleichzeitig gibt es dir das Recht, unsere Meinung und unsere Redefreiheit zu beschneiden? Wie funktioniert das? Das würde mich gerne interessieren. Jetzt gehe ich mal genauer auf dein Video ein. Warum? Es ist mir ein Bedürfnis. Wir fangen mal an. Du sagst, du hast Legasthenie und darum brauchst du kein Deutsch können. Mein Freund. Mein Vater hat Legasthenie, mein Onkel hat Legasthenie und ich habe Legasthenie. Ich habe angeborene Rechtschreibfehler, die ich fünf- und sechsmal in jeden Satz reinbacke und die ich nachkorrigiere. Was hat das für Auswirkungen? Nun, meine Aussagen brauchen etwas länger und wenn ich irgendwo im Welch-Modus irgendwas hintippe, dann habe ich das ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ich habe da mal statt beim Nicht das C vor dem I stehen, ich habe da mal irgendwelche Buchstabendreher drin. Aber in der Regel gucke ich da nochmal drüber und finde das meiste. Was du hast, ist. Ah! Okay, ich möchte hier nur einen Satz von dir zeigen. Der ist öffentlich in meinen Kommentaren zugänglich. Ich zeige ihn in diesem Video als kleines Beispiel. Der Satz lautet im Hinscrollen. Durch wen ich den Scheiß nicht auf Anhieb. Da. Ehrlich lächerlich, dass ihr gegen Gleichgeschlechte sind. Ich packe den Text hier nochmal als Textaussage auf das Video. Ehrlich, geschrieben ehrlich, wie der da vorne, lich. Das mit einem S. Er gegen Gleichgeschlechte. Was ist Gleichgeschlechte? Das heißt entweder gleichgeschlechtliche Ehe oder homosexuell in dem Zusammenhang. Meine Kacke noch eins. Und er sind. Nein, er sind nicht, er ist. Er sind auf Rache, da schreibt man dann aber anders. Oder er ist gegen. Du siehst, mit Legasthenie kann man sich hier nicht rausreden. Auch wenn du Legasthenie hast. Das möchte ich gar nicht als Lügner darstellen. Meinetwegen, du hast Legasthenie. Ist mir scheißegal. Ich habe denselben Scheiß. Ich kontrolliere meine Aussagen. Warum? Weil ich genau weiß, dass ich als Halbaffe dastehe, wenn ich so einen Scheiß schreibe wie du. Okay, nachdem wir jetzt das voll lächerlich, dass dagegen Gleichgeschlechte sind, durchhaben und wahrscheinlich Snickers schon wieder ausgeschaltet hat und in der Ecke zu heulen sitzt, haben wir ein bisschen Spaß. Ich weiß, ich bin jetzt unnötig brutal, aber es ist mir ein Bedürfnis. Nicht, weil ich Thomas besonders cool finde, nicht, weil ich den Typ hier präventiv schon mal fertig machen will. Es macht mir keinen Spaß, Leute zu demütigen, das ist so nebenbei. Ich mag so etwas nicht. Aber wenn es jemand wagt, die Grundprinzipien der öffentlichen Meinung nicht zu verstehen und dann rumzuheulen, dass ich doch Hitler und Stalin und Mussolini auf einmal wäre, dann gibt es Arschhaue. Kleines Beispiel. Unser Snickers-Boy hat sich hingestellt mit solchen schönen Aussagen wie: Ja, ihr seid ja alle nur gegen mich, weil ich meine Meinung sage und die ist anders als eure und nee. Meine Meinung ist genau wie deine. Ernsthaft, ich bin dafür, dass Homosexuelle ihr Leben frei ausleben dürfen. Ich habe homosexuelle Freunde, ich habe sehr gute homosexuelle Freunde. Ich kenne Homosexuelle. Ich bin dafür, dass sie heiraten dürfen. Die können von mir aus poppen, wo die wollen, solange das nicht großartig irgendwer mitbekommt. Es ist für mich eine ganz normale Art, sein Leben zu führen. Warum ich das Video gemacht habe, ist, weil Vögel wie du
die es nicht geschissen bekommen, ein Argument vernünftig aufzuschreiben und dann so einen Scheiß labern wie, ja, man darf ja Sachen, die man gar nicht darf, aber ich sag das, weil man das sonst ganz doof klingt bei mir, ne? Weil solche Spasten es in der Regel hinbekommen, dass ich mit denen einen Topf geworfen werde. Nicht bei Thomas, weil Thomas einen Charakter hat, trotz einer Meinung, die ich absolut nicht ausstehen kann. Aber bei anderen Leuten. Und ich möchte das hier exemplarisch durchexerzieren. Also, ich habe das Video gemacht, weil du keine vernünftigen Kommentare führen kannst. Dass ich mich ein bisschen über dein Deutsch echauffiert habe. Man muss damit rechnen. Wenn du die Hitze nicht aushalten kannst, dann bleib aus der Küche raus. Wenn du es nicht ertragen kannst, dass jemand eine andere Meinung hat als du, dann bleib aus YouTube raus. Wenn du es nicht ertragen kannst, dass sich jemand darüber lustig macht, wenn du solche Sätze schreibst wie "Er sinnt gegen Gleichgeschlechte", dann ja. Ich würde jetzt ja Selbstmord vorschlagen, aber kriege ich wieder böse Nachrichten. Also, machen wir weiter. Eine schöne Aussage von Snickers. Ich rede jetzt in der dritten Person, aber jetzt ist er auf jeden Fall weg. Also eine Aussage von Snickers war: Ich brauche das Video nur 2 Minuten gucken, da wusste ich schon, worum es geht. Ich habe ein 18, fast 19 Minuten Video gemacht. Also bei grob gesagt etwa einem Zehntel hat er schon genau den Inhalt gekannt. Für alle, die ähnliche Anwandlungen haben, ihr dämlichen Spasten, guckt den Scheiß zu Ende. Die ersten 2 Minuten vom Video war eigentlich nur Einleitung. Ich habe nichts großartig zum Umfang erklärt, ich habe sogar eben angefangen, was zur Lage zu sagen. Und da sagt er sich: Ich weiß ja schon alles, worum es geht, sind alle gegen mich. Nee. Okay. Das Restliche ist jetzt wirklich nur noch Gebäsche. Ich schwanke irgendwo zwischen Lachkrampf und ich bin stinksauer. Warum ich einen Lachkrampf habe, seine Aussagen sind unheimlich dämlich. Ein Beispiel: Ich und Thomas hätten unsere Hater auf ihn angesetzt. Mal so davon abgesehen, dass es absolut keine Hater-Kommentare gibt. Die einzigen Leute, von denen die kommentiert haben, die ich kenne, sind Thomas selber, mit dem ich privat nichts zu tun habe, Nikolai Alexander von Reconquista Germany und Eule von Dunkle Eule. Ich habe jetzt nochmal bei Nikolai und Eule nachgefragt. Keiner von beiden hat Gehaltschecks von mir oder von Thomas bekommen. Das heißt, wenn jemand Hater auf dich angesetzt hat, ich war es nicht. Thomas war es höchstwahrscheinlich auch nicht. Wenn du Hater-Kommentare überhaupt hast, sind sie wahrscheinlich in unsichtbaren Daten geschrieben, die mein Rechner nicht darstellen kann. Und wenn du Kommentare wie zum Beispiel mein oder die von Nikolai als Hate darnimmst, verfickt nochmal, lass dir Genitalien wachsen. Oder ein schönes Gegenargument, oder eine schöne Gegenmaßnahme, die du machen könntest: Lass dich umoperieren und geh sonst wohin, aber nicht auf YouTube. Geh zu RTL, wo du dich als Mediennutte darstellen kannst. Geh zu den Öffentlich-Rechtlichen, wo du in der Ecke sitzen und atmen kannst im grauen Anzug. Es ist mir egal. Aber wenn du Kommentare, die eine andere Meinung, die böser ist als deine, als Gehate wahrnimmst, fick dich. Dieses Video ist Gehate ab der fünften, sechsten Minute, weil du mir einfach nur auf den Sack gehst. Des Weiteren sind dann noch so geile Aussagen wie: Ja, ich liebe meine Meinung zu 110%. Also Mathe ist genauso ein Totalzusammenbruch wie Deutsch. Das kann man übrigens nicht auf Legasthenie schieben. Dann kommen noch so geile Aussagen wie: Nö, ihr könnt mich nicht fertig machen, nur weil ich mich weniger informiert habe als ihr. Ich habe mich genauso informiert. Ich habe nur keinen Bock, so lange Videos zu machen. Wenn du keine Lust hast, ein Thema vernünftig darzustellen, dann halt die Schnauze. Ich meine das vollkommen ernst. Es gibt einen großen Grund, warum ich kein Thema zum
Ja, kein Video zum Thema Nuklearbiologie mache. Ich verstehe davon nichts. Es gibt gute Gründe, warum meine Videos, in denen ich rumnörde und Zeug erzähle, so ähnlich lang sind. Weil ich die Sachen, die ich da erzähle, vernünftig darstellen will, sonst versteht das wieder am Ende keiner. Wenn du ein Video zu einem Thema machst, was dir am Herzen liegt, dann mach es vernünftig oder mach es gar nicht. Man kann nicht irgendeine Debatte zum Thema gleichgeschlechtliche Ehe in 2 Minuten abhaken, wie du das willst. Ich spreche ihn immer noch an, obwohl er schon lange weg ist. Egal. Man muss einige Themen vernünftig ausarbeiten. Das kann Arbeit sein. Das kann heißen, dass man den ganzen Tag davor sitzt. Das ist kein Spaß. Man kriegt vielleicht böse Kommentare, aber das ist so auf YouTube. Du musst Arbeit reinstecken, auch wenn du damit kein Geld verdienst und damit eigentlich im Grunde keine Erfolge erzielst. Des Weiteren kommen natürlich dann noch so geile. Das ist das Letzte, was ich machen will, sonst dauert das wieder viel zu lange. Ich nehme schon wie lange auf? 16 Minuten, das wird genau sagen wie das letzte Video. Eine der genialsten Aussagen, die hatte, es gibt irgendwie drei Religionen. Das ist Buddhismus, der Koran und die Bibel. Das hat original so gesagt. Buddhismus, das war irgendwas mit Buddha und so, dann der Koran und die Bibel. Und ich bin da nichts von. Ja, das ist schön. Wie gesagt, ich bin für die gleichgeschlechtliche Ehe. Hättest du mein Video gesehen, hättest du es gewusst. Ich habe ein langes Video gemacht, Thema XY-Sexualität, wo ich mich mehrfach wiederhole und sage, Homosexuelle sollen gefälligst gleichgeschlechtlich heiraten dürfen. Du hast einen Kommentar unter genau dieses Video gesetzt. Ich frage mich also, wie unheimlich dämlich muss man sein, um ein Video anzuklicken, es zu kommentieren und es nicht zu schauen? Wenn du dich darüber echauffierst, dass ich dich dämlich nenne, dann benimm dich nicht dämlich. Das wäre jetzt das Letzte, was ich noch sagen wollte. Ich krieg jetzt garantiert einen Haufen böser Mails, wie ich einen kleinen Jungen zusammenscheißen kann, aber ich habe nie behauptet, dass ich ein guter Mensch bin. Ich bin ein von Grund auf verdorbenes Subjekt. Ich bin böse. Und wenn es jemand wagt, mich anzupissen oder mit Fäkalien in meine Richtung zu werfen, dann kriegt er das zurück. Ob es nun irgendein 80-jähriger Opa ist, ob es der Skinhead von gegenüber ist oder ob es irgend so ein kleiner Pisser mit einem Let's Play-Channel ist. Mein Vorschlag bleibt: Mach deine gottverdammten Let's Plays zu My Little Pony, Zombie-Invasion, frag Mini, was noch alles. Aber halt die Schnauze, wenn es um Politik geht. Du hast keine Lust, die Videos zu machen. Du bist zu blöd, die Videos zu machen. Also lass es bleiben. Das war's von mir. Ich hoffe, ich muss nie wieder jemanden so zusammenscheißen. Bis dann. Ciao.